geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zum F1 Manager. Wir befinden uns auf der Zielgeraden der ersten Saison. 5 Rennwochenenden stehen uns nur noch bevor, zusammen mit dem heutigen. Und ich bin schon sehr gespannt herauszufinden, wie wir die Saison so abschließen können und was uns noch alles erwarten wird. Das wird hoffentlich eine Menge gutes Zeug sein, nachdem es zuletzt ja auch schon überragend lief. Wir haben uns in der Zwischenzeit echt etabliert, könnte man sagen, auf dem 4. Platz in der Konstrukteurs-WM und den gilt es auch bis zum Ende der Saison zu halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir weiter nach vorne kommen werden, ehrlich gesagt. Mercedes ist doch schon ein gutes Stück vor uns, fast 100 Punkte und die sind halt vor allem auch immer stark, immer auf ähnlichen Positionen wie wir. Somit wird es wahrscheinlich nie vorkommen, dass wir denen mal, was weiß ich, 20, 30 Punkte abnehmen oder so. Ich meine, so viele Punkte müssen wir überhaupt erstmal holen. Das ist ja schon alles andere als einfach. Unser Rekord, was, das waren vielleicht beim letzten Mal diese 29 Punkte oder mit dem 2. und dem 5. Platz. Das war unser insgesamt bestes Ergebnis. Aber da hat Mercedes natürlich auch gut gepunktet. Das ist heute auch die erste Folge seit dem fetten Update, welches rauskam, in dem unter anderem die Reifenperformance überarbeitet worden ist, das KI-Verhalten und auch dieses Sprit-Delta zum Beispiel soll jetzt nicht mehr so komisch sein, wie es davor teilweise der Fall war. Ich habe mich da ja des Öfteren drüber, ich will nicht sagen aufgeregt, aber gewundert, wie genau das funktioniert, weil das manchmal sehr willkürlich war, sehr schnell deutlich ins Plus gegangen ist, aber genauso schnell dann auch wieder ins Minus. Hoffentlich wird das jetzt wieder ein bisschen, oder was heißt wieder, hoffentlich wird das jetzt ein bisschen verständlicher sein. Oh, uns könnte ein chaotisches Rennen erwarten. Für den Sonntag ist Regen vorhergesagt. Wir hatten erst, was, 2 Regenrennen in der Saison in Kanada und in Österreich. Und die waren beide sehr cool, haben viel Spaß gemacht. Deshalb freue ich mich darauf. Das ist definitiv eine Chance für uns, um vielleicht mal wieder ein Podium einzufahren oder so. Das haben wir in Singapur zuletzt ja auch schon geschafft. Oh Gott, das Grid-Strafenfest setzt sich auch hier in Japan fort. Leclerc wird welche hinnehmen, Verstappen auch. Beide Alfa Romeos und beide Alfa Tauris, vor allem die Alfa Romeos sind natürlich sehr interessant. Gegen dieses Team geht es ja so ein bisschen im Kampf um Platz 4, wenn man so will, aber ist das wirklich noch ein Kampf? Ich weiß ja nicht. Seit wir die überholt haben, ja, wir sind klar das schnellere Auto momentan. Da muss schon viel, viel schief gehen, damit Alfa uns noch überholt, aus unserer Sicht. Und hier scheint aber nichts schief zu gehen. Die werden beide weit hinter uns starten, im besten Fall. Oh, Unfall, kurz vor dem Ende des 3. Trainings, Magnussen in Kurve 11. Den Zwischenfall müssen wir uns wahrscheinlich merken. Vermutlich werden wir den im Rennen dann auch ein paar Mal sehen. Auch hier in der Haarnadel schießt er einfach geradeaus. Boah, und das im Training, wie unnötig. Und noch einer direkt hinterher in den Schlussminuten dieser Session. Unsere beiden Jungs sind schon an der Garage. Da ist nichts passiert. Albon. Und direkt wieder in Kurve 11. Das ist schon noch ein Kritikpunkt für mich an diesem Spiel. Es ist jetzt nichts Dramatisches, was es unspielbar macht oder so. Aber man sieht halt schon sehr, sehr oft, nicht oft, man sieht immer den ein und denselben Zwischenfall an einem Wochenende. Im Rennen, im Training, im Qualifying sogar manchmal. Das wäre schon cool, wenn sich das ändern würde. Am Ende aller 3 Trainingssessions sehen die Setups so aus, also in Ordnung. Bei Gasly bin ich echt zufrieden, das ist nah dran an den 90%, die ich schon immer mindestens anpeile. Bei Lando ist es nicht ganz optimal, aber das wird trotzdem okay sein, der wird dennoch eine gute Leistung zeigen können. Nicht vergessen jetzt, frische Komponenten in die Autos einzubauen. Ich habe so Angst, dass ich irgendwann nicht daran denke und dass wir dann mit völlig zerstörten Komponenten in ein Qualifying bzw. dann auch Rennen gehen. Aber hoffentlich passiert das nicht. Das ERS hier bei Gasly, ja komm, geben wir ihm hier auch mal das Beste und bei Lando ist es dasselbe Spielchen. Und dann geht's auch schon rein ins Qualifying. Einige von euch haben sich beim letzten Mal gewünscht, dass ich Q1 doch wieder zeigen soll, aber ich fand das eigentlich so gut beim letzten Mal. Wir kommen eh immer aus Q1 raus mittlerweile, das muss man sagen. Und wenn nicht, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, dann zeige ich das ja natürlich auch. Also es ist ja nicht so, als würde ich es gar nicht zeigen. Aber wenn halt nichts
Spektakuläres passiert, meine ich, dann macht es keinen Sinn. Ich glaube, dann kann man sich die paar Minuten einfach sparen. Dreher von Garcia, super, auf der Outlap. Da sage ich gerade, dass es unspektakulär ist oder irrelevant oder was auch immer. Und dann macht er hier so einen Fehler. Zum Glück aber zu einem völlig unwichtigen Zeitpunkt. Der wird problemlos auch noch seine schnelle Runde fahren können. Diese Reaktionen sind auch immer geil. Als hätten wir gerade eine WM verloren oder so. Ah, bei Pierre könnte es durch den Dreher sogar tatsächlich knapp werden. Der ist ganze 6 Zehntel hinter Lando. Ich glaube, ihn müssen wir nochmal rausschicken, um auf Nummer sicher zu gehen. Lando ist aber safe, da bin ich guter Dinge. Am Ende spielt der Dreher von Gasly zum Glück gar keine Rolle. Er konnte sich nochmal problemlos verbessern in seinem zweiten Run. Kommt ganz nah dran an Lando, aber er kommt nicht vorbei. Somit ist das mal wieder Lando, der in unserem Team hier vorne ist in einer Session. Das kommt ja absolut nicht oft vor. Gut, Gaslys beste Runde war aber auch auf gebrauchten Reifen. Das muss man dazu sagen. Gab's irgendeine Überraschung hier hinten? Nein. Entscheidende Runs jetzt hier im zweiten Qualifying. Wir werden Verbesserungen von beiden benötigen, um es in Q3 schaffen zu können. Vor allem Pierre steht hier wirklich genau auf der Kippe. Aber beide waren noch nicht mit frischen Reifen draußen. Und bei Gasly waren es sogar die Reifen, mit denen er 2 Runden in Q1 schon gemacht hat. Das erklärt da vielleicht auch den Rückstand zu Lando. Beide haben keine Schwierigkeiten mit dem Verkehr. Da sind zwar ziemlich viele jetzt auf einem Haufen, aber alle sind auch auf fliegenden Runden. Deshalb, boah, wird es da keine Schwierigkeiten geben. Das sieht richtig geil aus mit dem Sonnenuntergang hier. Und die Zeit von Gasly, die sieht auch geil aus. Eine persönliche Bestzeit direkt mal im ersten Sektor. Genauso wie bei Lando Norris. Ja, genau das möchte ich doch sehen. Wenn die beiden die Runden hier problemlos zu Ende bekommen, dann werden wir es definitiv weiterschaffen. Letzter Sektor jetzt gleich für Pierre. Was sagt die Zwischenzeit im zweiten? Die ist verdammt gut. Durch geht's jetzt. Durch 130R. Diese Highspeed Linkskurve. Lando wenig dahinter ist ebenfalls auf Verbesserungskurs. Gehen wir mal onboard mit dem Franzosen. Da wird aber bestimmt ordentlich was nach vorne gehen. Vielleicht so Platz 6 oder sowas in die Richtung. Ah ne, es ist Platz 7 hinter Daniel Ricciardo. Was geht bei Lando Norris? Der kommt jetzt durch die letzte Kurve über die Linie. Ist ein knappes bisschen langsamer und wir müssen zittern. Da hinten ist noch so ein Russell unterwegs, der auf jeden Fall schneller kann. Das vielleicht kann man da, glaube ich, in dem Fall streichen. Ja, ja, der ist schneller. Das ist ein bisschen ärgerlich. Bottas, der macht mir auch noch Sorgen. Ocon ist auch so ein Fragezeichen. Eieiei, wir müssen zittern um einen Einzug in dieses dritte Qualifying. Letzte Kurve jetzt für Valtteri. Der ist nicht schneller als unsere beiden. Ocon genauso wenig. Und somit kommen wir im Endeffekt doch problemlos weiter auf den Plätzen 8 und 9. Sehr, sehr schön. Seit längerem ist mal wieder einer der beiden Alpines mit dabei. In Q3. Das haben die schon echt lange nicht hinbekommen. Glaube ich zumindest. Also es ist mir zumindest gerade aufgefallen. Das muss ja was bedeuten. Ricciardo, der ist stark unterwegs bislang, aber er wird die Gridstrafe kassieren. Wo positionieren sich unsere Jungs in der Startaufstellung für das Rennen hier in Japan? Die alles entscheidenden Runden in Q3. Pierre macht wie immer den Anfang, ist auch aktuell minimal vor Lando. Mich nervt Daniel so ein bisschen. Wo hat denn der diese Pace hier auf einmal hergeholt? Ich habe echt keine Ahnung. Aber das ist stark von ihm. Das haben wir so gut schon länger nicht gesehen. Aber es fehlt nicht viel. Ich habe schon die Hoffnung, dass wir ihn vielleicht auch auf der Strecke besiegen können. Vor ihm starten werden wir sowieso. Der wird ja mindestens 5 Plätze Strafe haben und somit wird er dann definitiv hinter unseren beiden Jungs landen. Aber das wäre schon cool. Ein schönes Ausrufezeichen, das auch auf der Strecke zu schaffen. Gasly leider mit keiner Verbesserung im Mittelsektor, aber mit einer persönlichen Bestzeit im ersten. Letzte Kurve für den Franzosen, der schon 2-mal auf dem Podium war in unserem Team hier in dieser Saison. Über die Linie. Und das geht leider keine einzige Position nach vorne. War nur eine minimale Verbesserung. Bei Lando sieht es ein bisschen besser aus. Schafft er ist vielleicht zum ersten Mal seit Ewigkeiten, vielleicht zum ersten Mal überhaupt, Gasly zu besiegen in einem Qualifying. Ja, tatsächlich. Und da freue ich mich sogar mal für Lando. Es ist aber nur eine mickrige Tausendstel, die beiden hier trennt. Echt der Wahnsinn. Alonso bleibt auf Position 10 und somit sind es die Plätze 8 und 9. Am Start dann wahrscheinlich 7 und 8, wenn Daniel hinter uns rutscht. Sehr cool und schön, das mal zu sehen für Lando. Ich versuche die beiden hier natürlich absolut gleich zu behandeln. Das ist völlig klar. Es spielt ja auch für uns als Team keine Rolle, wer wirklich vorne ist.
Aber für Lando ist es einfach schön, das mal wieder geschafft zu haben. Die Startpositionen 6 und 7 sind es am Ende sogar. Also haben wir nicht nur von Daniels Gridstrafe profitiert, sondern auch von entweder Leclercs oder Verstappens, je nachdem, wer von beiden da weiter hinten war. Das Wetter sieht sehr interessant aus. Es soll trocken losgehen, dann aber das komplette Rennen lang durchregnen. Teilweise auch sehr, sehr stark, insbesondere hier am Ende. Ich weiß nicht, was das für ein Symbol ist, aber das sieht ziemlich bedrohlich aus. Ja, bei dieser Vorhersage ist es, glaube ich, völlig klar, dass wir auf Softreifen starten werden. Haben hier offensichtlich keine ganz frischen mehr, aber das spielt auch keine Rolle. Lange werden wir die nicht benötigen. Die sind einfach nur dazu da, um uns am Start die bestmögliche Reifenmischung zu geben, in der Hoffnung, dass wir dort dann vielleicht schon ein paar Positionen gut machen können. Das wird aber eh nicht rennentscheidend sein. Bei diesem Wetterchaos, was uns hier bevorsteht, werden heute ganz, ganz andere Dinge zählen. Dann machen wir das Ganze hier noch auf hoch, damit beide Fahrer ordentlich pushen können von Beginn an und gehen dann auch schon rein in das Rennen hier in Japan, in das 18. dieser Saison. Ich freue mich echt sehr drauf, insbesondere durch das Wetter. Die Pace scheint auch gut zu sein. Wir haben beide Fahrer ziemlich weit vorne. Das wird gut, ich bin mir sicher. Let's go! Die Fahrer sind aufgewärmt und alle sind bereit, hier beim großen Preis von Japan. Die Ampel ist aus und los geht's. Los geht's in Suzuka. Max Verstappen war derjenige, der weit nach hinten versetzt wurde. Das muss eine fette Strafe bei ihm gewesen sein. Schaffen unsere beiden Jungs es zumindest, Fernando Alonso hinter ihnen zu halten? Das wäre sehr, sehr wichtig, um bei Alpine nicht nur ein Fünkchen Hoffnung noch aufkommen zu lassen, was diesen fünften bzw. vierten Platz in der Konstrukteurs-WM angeht. Aber nein, das sieht gut aus. Rad an Rad fahren unsere beiden hier durch diesen epischen ersten Sektor dieser Strecke. Noch möchte ich da auch keine Team-Orders aussprechen. Das macht ja in der ersten Runde absolut keinen Sinn. Das können wir dann später erst entscheiden, wenn wir sehen, welcher von beiden ein bisschen schneller vielleicht ist. Oh, das war ganz schön aggressiv gemacht von Lando, aber der schnappt sich die Position und kann jetzt vielleicht auch Lewis Hamilton angreifen in die Haarnadel hinein. Nein, ganz im Gegenteil. Er wird wieder einkassiert von Gasly oder auch nicht. Oh, sowas sieht man überhaupt nicht gerne als Teamboss. Aber was ein geiles Duell unserer beiden Fahrer. Auf der einen Seite will man sowas sehen, auf der anderen auch irgendwie nicht. So ganz innen vorbei jetzt wieder Gasly. Oh, bitte schießt euch nicht raus. Rad an Rad immer noch. Fast diese komplette erste Runde über. Was ein geiles Duell. Die Tausendstel, die die beiden im Qualifying getrennt hat, die scheint die auch hier im Rennen zu trennen. Gasly jetzt mit einem ganz mutigen Move innen vorbei in 130R an Lewis Hamilton. Konnte er sich da durchsetzen? Nein. Ist jetzt auch außen für die Schikane, was nicht optimal ist. Aber es kann trotzdem möglich sein, die Position da gut zu machen. Oh, das ist übrigens Russell und nicht Hamilton, wie ich es, glaube ich, die ganze Zeit gesagt habe. Was ist hier jetzt passiert? Unfall mit mehreren Autos. Magnussen ist an der Box. Russell ist ganz langsam geworden. VSC. Okay. Also unsere beiden fahren noch weiter. Was genau war da denn los? Alonso ist auch an der Box. Oh. Irgendwas muss da zwischen Fernando und Magnussen gewesen sein. Ich dachte im ersten Moment, dass Russell vielleicht was damit zu tun hatte, weil er so langsam wurde. Aber nein, Alonso dreht sich und dann rauscht die Magnussen rein. Oh, das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Vor allem in der ersten Runde. Aber somit sind wir Alonso schon mal los. Und die beiden Alphas sind auch nur auf den Plätzen 17 und 18. Das läuft alles voll und ganz in unsere Richtung in dieser Konstrukteurs-WM. Ich glaube ehrlich gesagt, darauf brauchen wir uns gar nicht mehr zu sehr zu konzentrieren. Das kann ja fast nicht mehr schiefgehen. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Es sind übrigens alle anderen auch auf den Softreifen, außer Magnussen und Alonso, die sich die harten abgeholt haben bei ihren Stops, warum auch immer. Wie sieht das Wetter denn aus? Da können wir es sehen. Die blaue Linie kennzeichnet das Wasser auf der Strecke. Also ungefähr in Runde 5 soll es losgehen mit dem Regen. Und dann wird die Strecke halt immer wieder nasser, ein bisschen trockener, wieder nasser, ein bisschen trockener. Das wird schwierig, sich dafür den richtigen Reifen zu entscheiden. Sind es die Full Wets oder doch nur die Inters? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Das hier mittendrin sieht schon aus wie Inters, aber teilweise werden wir auf jeden Fall Full Wet-Bedingungen haben.
Neue schnellste Rennrunde von Lando, der ist auch vorbeigezogen an George Russell, der jetzt allerdings versucht zu kontern, hier auf Start und Ziel, einsetzender Regen, es geht los, genau in Runde 5, also da hat unsere Vorhersage auf jeden Fall gestimmt, jetzt wird es wichtig sein, die Anzeige hier, die von meiner Facecam verdeckt wird, im Blick zu behalten und ich kann euch sagen, die Strecke wird sehr, sehr schnell nasser, somit, wer ist hier von der Linie abgekommen, keine Ahnung, somit werden die Inters jetzt schon in Frage kommen, am Ende dieser Runde. Alonso holt sich an der Box bereits die Intermediate-Reifen ab. Viele sind auch, lol, jetzt schon auf diesen Inters? Die hier auch? Hä? Wann sind die denn auf Inters gegangen hier vor uns? Sind die auf denen losgefahren oder was? Wann soll das denn passiert sein? Null Boxenstops. Hä? Aber die können doch niemals auf Inters losgefahren sein. Das kann gar nicht sein. Da hätten die ja am Anfang unfassbar viel Zeit verloren. Wir werden unsere beiden übrigens für die Full Wets reinholen. Das hat zuletzt in Österreich, als es geregnet hat, sehr, sehr gut funktioniert. Und deshalb möchte ich das hier gerne wieder probieren. Wir haben erneut eine gelbe Flagge. Mann, ist das eine turbulente Anfangsphase hier. Ich glaube, das muss ein Bug sein hier bei Hamilton und Sainz. Die werden vielleicht jetzt reinkommen und werden halt schon auf Inters angezeigt, warum auch immer. Joe mit einem Problem in Kurve 13. Schauen wir uns das mal an. Na gut, auch das ist eher nicht Dramatisches. Naja, doch, das wird ein Bug gewesen sein. Lewis kommt rein, Sainz kommt rein, Perez an der Spitze fährt aber noch weiter auf seinen Slicks. Naja, ich sehe es jetzt. Unsere sind auch schon auf Full Wets hier angezeigt. Ja gut, ignorieren wir das einfach. Alles gut. Hoffentlich läuft der Boxenstopp jetzt optimal bei beiden. Die werden halt direkt hintereinander reinkommen. Oh, und Gasly verliert Zeit. Wird aufgehalten, wird mächtig aufgehalten. Und das kostet natürlich Lando auch direkt Zeit. Das ist immer das Risiko an so Double-Stack-Stops. Und der wird hier jetzt auch. Hallo! Ja, was denn? Ey, Alter, da hätte man doch fahren können. Das hat doch ewig gedauert, bis die da vorbeigekommen sind. Na, super. Platz 11 für Gasly. Die Strecke ist sogar nass. Also, das sind jetzt optimale Bedingungen für die Fullwets. Gasly 12. Lando nur 15. Oh, wow. Was eine schlechte Boxenstoppphase. Aber komm, die Pace ist gut. Wer hat denn noch die Fullwets, abgesehen von uns? Oh, ganz viele sind noch auf Slicks und auch einige auf Inters. Die Fullwets hat niemand, nur jetzt hinter uns die ersten Mal. Gasly wird sich jetzt auch problemlos an Latifi vorbeischieben, der hier noch auf Slicks um die Strecke gurkt. Sehr gut, das ist immerhin Platz 11 wieder. Die Strecke ist jetzt definitiv nass. Also mit Inters ist das hier nichts mehr in dieser Phase. Da vorne strugglen jetzt noch einige auf ihren Slicks oder auch Intermediates wie Lewis Hamilton. Oh, jetzt vorsichtig, nichts Dummes machen jetzt, Gasly. Das wäre ärgerlich. Wir werden weit nach vorne kommen, wenn die alles stoppen. Haben zwar viel Zeit verloren, aber bestimmt nicht so viel, wie die es jetzt tun werden auf den falschen Reifen, auf einer nassen Strecke. Schafft es Gasly vielleicht gegen Hamilton? Das wäre doch mal was. Auch der ist gerade auf den falschen Reifen. Und das macht sich bemerkbar. Ja, ja, Gasly vorbei an Hamilton. Und Norris zeitgleich vorbei an Max Verstappen. Das ist sogar fast eine exakte Kopie offensichtlich. Hier in dieser Kurve im Mittelsektor. Sehr, sehr stark. Wir haben die goldrichtige Entscheidung getroffen mit diesen Fullwets. Unsere beiden Fahrer sind die ersten beiden. Also die führenden beiden auf Fullwets, wenn man so möchte. Mir fällt es gerade schwer, mit dem ganzen Chaos hier mitzuhalten, irgendwie den Überblick zu behalten. Das wird sich gleich aber alles herausstellen, wo genau wir stehen, wenn denn die anderen auch mal reingekommen sind. Die holen sich jetzt, was, die Fullwets ab oder die Inters? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was Checo am Auto hat. Die Inters tatsächlich. Okay, interessante Entscheidung. Sehr interessante. Gasly jetzt durch die letzte Kurve hindurch. Der wird sich viele von denen schnappen, die da an der Box sind. Wie weit geht's nach vorne für den Franzosen? Vielleicht vor auf Platz 2, wo ist Perez? Ah ne, den wird er nicht ganz bekommen. Aber Leclerc schon. Und somit ist Gasly mal wieder auf einer Podiumsplatzierung zwischenzeitlich. Bei Lando ist es ein ebenfalls sehr starker 7. Platz. Und die haben halt die Intermediates. Ich möchte es nochmal sagen. Oh ja, und das macht sich bemerkbar. Wir sind auf den richtigen Reifen. Gasly jetzt vorbei an Checo Perez. Vor auf Platz 2 in diesem Rennen hier. Oh, was wird das? Das könnte richtig gut werden, wenn es so weitergeht. Albon, der auch auf Fullwets war, kommt jetzt aber schon wieder rein für die Intermediates. Die Strecke ist auch ein bisschen trockener geworden, aber die wird ja immer wieder nasser werden. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht, jetzt auf die Inters zu wechseln. Vor allem sind unsere beiden auf den Fullwets ja sauschnell. Norris holt auf Leclerc, konnte sich an Ricciardo vorbeischieben in der Zwischenzeit. Und Gasly, der ist bald mal dran an Sainz, wenn es so weitergeht.
Reifen stark überhitzt. Oh, okay, jetzt scheinen doch die Intermediates besser zu werden. Aber halt auch nicht für lange, oder macht das doch Sinn, auf Inters zu gehen? Puh, ich weiß es nicht. Oh, das ist hier so ein Rennen, welches schwierig zu managen ist, ich merke schon. Jetzt gerade sind die Inter-Fahrer klar schneller und das sind halt alle, aber wir sind die einzigen auf Full Wets, das kann nicht gut sein. Wenn das hier gerade Intermediate-Bedingungen sind, dann werden wir in der nächsten Zeit auch nicht mehr in Richtung Full Wets kommen. Erst hier, nach Runde 40, wird's wieder nasser. Wir müssen reinkommen, fürchte ich. Lando ist zuerst beim Boxenstopp, weil Gasly leider schon an der Einfahrt vorbei war. Der muss sich noch eine Runde lang quälen jetzt auf diesen Full Wets. Er ist aber nicht mehr schnell. Die holen dahinter alle in Riesenschritten auf. Ah, wie ärgerlich. Ne, Lando kommt raus auf. Wird's Position 10 sein? Ja, das wird reichen gegen Alonso. Na, immerhin. Gasly hat es auch geschafft, sich an die Box zu retten. Meine Güte, ist schon viel passiert in diesem Rennen. In nur 12 Runden. Das ist echt der Wahnsinn. Die Strategien waren jetzt natürlich nicht ganz optimal. Das ist klar. Aber das Rennen ist noch lang. Es wird nochmal stärker regnen. Also hier ist noch ganz und gar nichts verloren. Gelb jetzt im ersten Sektor. Kommt Lando vor Gasly sogar hier auf die Strecke. Oh, das wird so ziemlich gleich auf sein. Mal schauen. Sehen wir es uns aus dieser Perspektive an. Na, das wird wahrscheinlich nichts Krasses gewesen sein bei Max. Wo ist Gasly? Der bleibt davor. Okay, aber nur noch 9. und 10. Mit einer ziemlich großen Lücke zu Ocon auf Position 8. Die gilt es jetzt erstmal zuzufahren in den nächsten Runden. Ja, und das gelingt auch ganz gut. 4 Sekunden Rückstand nur noch in etwa am Anfang von Runde 20. Direkt vor Esteban ist aber die nächste große Lücke. Ah, Mann, das war leider überhaupt nicht gut gemacht. Man muss es ganz klar so sagen. Lando, der kann die Pace von Gasly nicht ganz mitgehen, aber er setzt sich trotzdem von Alonso ab. Also ist alles in Ordnung. Ricardo mitten im Dreher in Kurve 13. Der ist vor unseren beiden Jungs. Kommt hier ein bisschen auf den Körper. Das war aber nicht das Problem. Das ist ein sehr, sehr seltsamer Dreher, ziemlich aus dem Nichts. Während Alonso nochmal an die Box kommt, zum, ich glaube, mittlerweile 3. Mal in diesem Rennen, der holt sich einen weiteren Satz Intermediates ab. Wir haben dazu noch keinen wirklichen Grund. Die sehen noch okay aus und es soll demnächst schon wieder stärker anfangen zu regnen. Da werden dann vielleicht die Fullwets wieder in Frage kommen. Latifi mit einem Verbremser in Kurve 10. Dafür war so lange gelb. Ah, das ist genau, na gut, genau das Ding aus dem Training. Auch George Russell war nochmal an der Box und auch er holt sich noch einen weiteren Satz Intermediates ab. Das ist sehr interessant. Wir haben es schon mal verkackt heute. Ich möchte das ungern nochmal tun. Aber die Fullwets, die werden noch eine Option sein später, ganz klar. Gasly konnte nach einer beherzten Aufholjagd endlich mal auf Ocon aufschließen und schnappt sich den im besten Fall jetzt auch, ohne noch weiter Zeit zu verlieren. Und dann heißt es, Beine in die Hand nehmen und irgendwie versuchen, die Lücke zu Daniel zu schließen, der vor sich nochmal eine Riesenlücke hat. Ich glaube, das wird dann nicht mehr gehen. Platz 6 kann ich mir aber gut noch vorstellen mit einem unserer beiden. Wenn, dann wird es wahrscheinlich Gasly werden. Reicht das hier schon für ein Manöver? Ah nein, noch nicht ganz. Die Strecke wird jetzt auch allmählich wieder ein bisschen nasser gleich. Auch Verstappen kommt nochmal rein. Auch der wird sich nochmal Inters abholen. Ja, das kann wirklich das Beste sein, weil die Strecke insgesamt schon besser sein wird für die Inters. Es wird immer mal wieder ein bisschen nasser werden hier und da. Da werden dann für ein paar Momente die Fullwets besser sein. Aber alles in allem sind, glaube ich, die Inters der richtige Reifen für den Rest dieses Rennens. Ja, wir lassen beide jetzt noch diesen Satz hier halbwegs kaputt fahren, wenn man so möchte. Und dann werden wir reinkommen für einen Satz, der grün markiert. Reifen. Reicht das jetzt mal für Gasly hier auf Start und Ziel? Der ist klar schneller als Esteban, aber das DRS ist halt deaktiviert und dann ist es auf einer solchen Strecke sehr schwer. Auch Lewis Hamilton weiter vorne kommt nochmal rein, ebenfalls für die Intermediates. Komm, lassen wir beide Fahrer jetzt mal ordentlich pushen, in der Hoffnung, dass das Gasly auch dazu verhilft, hier an Ocon vorbeizukommen. Und dann werden wir uns frische Inters abholen mit beiden. Ocon ist an der Box, Ricardo ebenfalls. Das bringt unsere beiden Jungs ein bisschen nach vorne, aber nur zwischenzeitlich leider. Okay, rein geht's an die Box. Beide Fahrer kommen zeitgleich rein. Hoffentlich klappt das diesmal besser als beim allerersten Stopp in diesem Rennen. Norris muss sich kurz hinten anstellen, aber das haben unsere Jungs super hinbekommen. Zwei 2,3 Sekunden Stops direkt nacheinander. Das ist bärenstark. Spannend wird's jetzt gegen Ocon. Bleiben wir mit beiden Fahrern vor ihm, beziehungsweise überholen wir ihn mit beiden Fahrern. Oh ja, das sieht gut aus. Das werden die Plätze 8 und 9 sein. Sehr stark.
Ah, Dreher bei Lando, nein! Nein, das wird dasselbe gewesen sein wie vorhin bei Gasly im Qualifying. Ah, das ist ärgerlich. Ja, beide sind natürlich auch gerade gut am Pushen. Aber das halte ich auch für die richtige Entscheidung. Wir müssen hier noch irgendwie nach vorne kommen. Ja, ganz, ganz bittere Nummer hier bei Lando. Aber er hat keine Position verloren, immerhin. Streckenzustand hat sich zu nass geändert. Sehr viel Wasser ist jetzt gerade auf der Strecke. Und das wird auch nicht mehr viel weniger werden, ne? Wisst ihr was? Ich würde gerne... Was machen die Alphas? Die holen sich die Full Wets sogar. Ich würde gerne die Strategien zumindest mal splitten. Weiter vorne fahren die nämlich alle weiter. Aber splitten wir die Strategien. Komm, das kann doch in so einer Situation eine gute Option sein. Holen wir Lando rein für frische Full Wets. Und Gasly, der kann durchziehen auf diesen Intermediates. So wie es die allermeisten anderen auch machen. Allzu viel haben wir mit Norris eh nicht zu verlieren. Das sind drei Punkte momentan. Die schnellste Rennrunde, die wird ihm niemand mehr nehmen. Die hat er ja in trockenen Bedingungen gefahren. Ja, aber er verliert nur die Position gegen Alonso. Ocon kommt auch rein. Also das hat sich voll gelohnt, das Risiko. Im Endeffekt war es aber vielleicht nicht mal ein Risiko. Wer kommt hier noch an? Wer ist denn das? Ah, das ist nur eine Überrundung. Also weiterhin Punkte für Lando. Und der hat halt jetzt Full Wets. Mal gucken, was die so können. Auf jeden Fall können wir ihn jetzt voll attackieren lassen. Jetzt spielt es wirklich keine Rolle mehr. Jetzt kommen die Spitzenjungs auch rein. Allerdings für Intermediates. Nicht für die Full Wets. Lol. Sehr interessant. Typische Ferrari-Strategie oder was? Nee, Carlos kommt aber für die Full Wets rein. Entweder ist das dann ein Anzeigebug bei Leclerc oder etwas ganz, ganz Komisches. Ah, wisst ihr was? Wir holen Gasly auch rein. Wir holen Gasly auch rein. Der wird nicht weit zurückfallen. Ist so deutlich vor Alonso. Und ich habe das Gefühl, dass die Full Wets vor allem hier gegen Ende sehr, sehr gut sein werden. Zwischendrin kommt nochmal eine Phase, da wird es vielleicht schwierig. Aber komm, wir haben eh nicht so viel zu verlieren in diesem Rennen. In der Konstrukteurs-WM eigentlich auch nicht mehr, wenn man so will. Vor allem, weil die beiden Alphas hier nirgends sind. Wir können ruhig mal was riskieren. Wir können ein bisschen Spaß haben, wenn man so möchte. Vielleicht zahlt es sich ja aus. Alonso wird vorbeikommen an Gasly, aber Norris nicht mal. Somit verliert der eine Position, kann aber eine Menge gewinnen dann dadurch am Ende. Obwohl es sogar knapp wird zwischen unseren beiden. Naja, da sieht man mal, wie gut die Pace von Lando war auf diesen Full Wets. Das ist der Wahnsinn. Komm, auch Gasly kann jetzt voll attackieren. Oh, Frontflügelschaden bei Gasly. Was ist da denn passiert? Was hast du gemacht? Norris überholt Alonso erstmal, das ist sehr gut. Was ist denn da bei Gasly schiefgegangen? Oh nein, der wird mit Alonso kollidiert sein, oder? Das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Lando mit einem unfassbaren Überholmanöver im starken Regen, außen in 130R. Also wäre das hier das Real Life, dann wäre das der Move des Jahrhunderts. Was ist jetzt bei Pierre schiefgegangen? Unfall mit mehreren Autos, also Alonso wird, ja, nicht mehrere, das war Alonso. Und dann, was, wer ist schuld, war es immerhin nicht Gasly? Ja, doch, der schießt Fernando schon raus, muss man leider sagen. Oh, Mann. Ja, und es gibt auch zu Recht die Strafe für Gasly, da kann man echt nicht meckern, leider. Sehr schade. Gasly hat aber nur geringen Schaden am Frontflügel und ist aktuell innerhalb der Punkte. Deshalb würde ich sagen, lassen wir ihn draußen. Alonso kommt jetzt auch rein für die Full Wets. Ja, lassen wir ihn draußen und schauen, was passiert. Mit der Strafe wird es vermutlich ohnehin schwierig. Wenn wir ihn jetzt aber reinholen, auch noch für einen Flügelwechsel, dann geht erst recht gar nichts mehr. Hat mittlerweile denn jeder die Full Wets da vorne? Nein, noch nicht. Und es wird noch mal eine Phase kommen, in der die Full Wets ganz, ganz stark sein werden. Und zwar jetzt schon. Sainz nimmt Kurve 8 weit. Das wird wahrscheinlich auf Intermediates gewesen sein, weil die Strecke jetzt nass war. Obwohl, nee, der ist sogar auf Full Wets. Ja, was? Alter, warum wird einem sowas angezeigt? Das war doch eine normale Linie einfach nur. Verstappen. Okay. Und Hamilton kommen an die Box. Aber die sind sehr, sehr weit vor uns leider. Aber so einen Russell und einen Ricardo, die noch auf Inters hier um die Strecke schleichen, die können wir bekommen. Kommen die denn rein? Naja, Daniel kommt rein, Russell fährt allerdings weiter. Ja, leider hat das gegen Daniel nicht ganz gereicht für Norris, schade. Ah, und auch gegen Russell nicht, der jetzt gestoppt hat. Da war es sogar noch knapper. Vielleicht können wir den noch bekommen, wer weiß. 2 Sekunden Rückstand nur. Naja, das sind jetzt sogar... Ist das? Nee, das ist nicht Russell, oder? Ist das hier Russell? Nee, das ist eine Überrundung, ich dachte es mir schon. Oh, Kraftstoff niedrig, oh nein. Nein, 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 gib mir jetzt kein Imola 2.0. Gehen wir sofort auf Sparen. Das ist hoffentlich noch früh genug. Wir sind ja nicht deutlich im roten Bereich.
Ja, 0,0. 0,0. Das sieht gut aus. Komm schon, geh in den grünen Bereich. Ich will hier nicht nochmal ein Imola erleben. Ja, es ist grün. Es ist grün. Plus 0,1. Okay, das wird gut gehen. Zum Glück haben wir es noch rechtzeitig gecheckt. Die letzten paar Kurven für Lando Norris. Ein ziemlich chaotisches, verrücktes Rennen geht zu Ende. Mit Sicherheit war nicht jede Entscheidung perfekt. Aber am Ende kommen wir trotzdem mit beiden Autos innerhalb der Punkte über die Linie mit der schnellsten Rennrunde. Alpine holt nur einen Punkt mit Ocon, ansonsten nichts. Alfa Romeo holt auch keine. Also ist das nichtsdestotrotz ein sehr gelungener Tag. Zumindest gegen Russell und Ricciardo glaube ich, hätte was gehen können. Der große Fehler waren die Full-Wets ganz früh im Rennen. Da hätten wir uns eher die harten Reifen holen, die Intermediates holen sollen. Und dann wäre das wahrscheinlich insgesamt besser und schneller gewesen. Aber so ist es halt. Letzte Kurve jetzt für Gasly. Der hat zwar die Strafe, aber selbst wenn das 20 Sekunden Strafe sind, ist er immer noch vor Ocon. Somit ist es Platz 9 für Pierre. Kein perfektes Rennen, aber ein sehr, sehr gutes Ergebnis den Umständen entsprechend. Und das ist vielleicht auch so eine neue Stärke von uns mittlerweile. Selbst wenn nicht alles perfekt läuft, bei weitem nicht alles, wir haben 4 Boxenstops gemacht, holen wir trotzdem gute Punkte, haben hier trotzdem ein Ergebnis, welches perfekt ist für die Konstrukteurs-WM. Das ist echt geil, richtig schön. Wir holen 7 Punkte, also ja, holen weiter auf. Das kann nicht schief gehen. Vor allem, wenn man sich anschaut, wo Alfa Romeo war. Ich möchte mich auch nicht zu früh freuen. Das darf man niemals in der Formel 1. Aber wenn wir nicht zweimal in Folge mit beiden irgendwie keine Punkte holen, wenn Alfa dann voll abräumt, dann wird das gut gehen mit diesem 4. Platz. Und den brauchen wir ja nicht mal zwingend. Das wäre ein netter Bonus. Das eigentliche Ziel ist Platz 5. Und da Alpine, die sind ja noch weiter weg. Und das war's jetzt auch schon von dieser Folge vom F1 Manager. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf dem Circuit of the Americas in Austin wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Haut rein!